nur die Sprungkraft zu wissen, sagt mir was, aber sie sagt mir nicht wie. Ja, der Kontext, das ist das Profiling. Ja, wir wissen was über die konzentrische Kraft. Wir wissen was über die Maximalkraft. Mike hat viel darüber gesprochen, über die Zusammenhänge von diesen Dingen. Wir wissen was über das Körperfett und das Körpergewicht. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt 10 verschiedene Athleten habe und alle haben zu wenig Sprungkraft im Vergleich zu dem, wo ich hin will, können daraus aber auch 10 verschiedene Trainingsprogramme resultieren. Das heißt, das wissen viele von euch, es gibt nicht das Sprungkraftprogramm, sondern es können 10 verschiedene Programme resultieren. In dem Beispiel vielleicht 5 oder 6 verschiedene Programme. Das Körperfett, der limitierende Faktor in der Kette, Körpergewicht, Maximalkraft, Relativkraft. Das ist das, was mir wichtig ist, in einem Team zu etablieren. Nicht nur die Leistungsdiagnostik, sondern ein adäquates Profiling, um diesen Kontext zu bekommen.